herzlich willkommen zur Folge 47 des Euro Truck Simulators 2. Letzte Folge haben wir beschlossen, dass wir uns diese Folge noch einen neuen LKW kaufen wollen. Dafür brauchen wir, glaube ich, 122.000 Euro oder irgendwie sowas. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich bin hier noch in London. Restfahrzeit, weil ich gucke, 9 Stunden passt. Dann können wir uns mal hier einen Auftrag annehmen. In London nach Amsterdam. So, fahren wir doch hier Magnesium nach Amsterdam. Für 11.200 Euro. Wir haben 960 Euro Frachtgebühren. Aber ja, dann muss man halt im Moment, wir müssen glaube ich auf der anderen Seite raus. Das ist halt so. Dran denken, dass wir hier auf der falschen Seite fahren müssen. Und dann sollte das alles klappen. Schon wieder eine rote Ampel, Mann. So, ja, ich habe auch heute schon, beziehungsweise gestern Nacht noch, nee, gestern Abend, den Grundstein für ein neues Let's Play gelegt. Das wird in 2 Tagen, nein, in 3 Tagen dann verfügbar sein. Was genau, werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Das erfahrt ihr dann am Montag. Einfach mal überraschen. So, wir müssen zu NBFG. Da hinten steht er schon, der Trailer. Auftrag annehmen. Also, wir fahren jetzt Magnesium. Wie viel sind es denn? 22 Tonnen. Nach Amsterdam. Und ja, da sehen wir uns dann wieder. Ich werde mir Mühe geben, dass ich hier ohne Probleme hinkomme. Beim Anhängen geht es schon mal nicht. Aber was soll's. Und dann sind wir endlich mal wieder auf dem europäischen Festland. Ey, scheiße. Alla gut, dann bis in Amsterdam, bis nachher.
So, zurück bei der engsten Firmeinfahrt des Spiels. Boah, ich hab's wirklich gepackt. Ich dachte nicht, dass ich hier reinkomme. Zumindest nicht auf Anhieb. Ich dachte, ich muss mindestens einmal zurücksetzen. Aber so ist mir das natürlich auch viel lieber. Das freut mich. Ist natürlich wieder ein recht kurzer Auflieger, der sehr wendig ist. Ja, wir haben im Moment zwei Städte entdeckt. Einmal Rotterdam, da sind wir zwar nur dran vorbeigefahren. Und einmal jetzt eben hier gerade Amsterdam. Geparkt und er steht sogar recht gut. Gute Arbeit. Abzug für Schäden. Warum denn? Okay, vielleicht bin ich doch an den zwei Autos da hängen geblieben, wo ich mitten durchgefahren bin. Das war ja ein bisschen knapp. Was macht denn ihr? Ich soll die ganze Zeit den Kanal da überqueren. Das finde ich aber ein bisschen doof. London, Charleston. What the hell? Ich hoffe, ihr hört nicht so viel jetzt gerade. Aber meine Nachbarn sind hier Feste am Bauen. Deshalb werde ich mal schnell gucken. Da nehmen wir einfach den Druckbehälter, 12 Tonnen. Den haben wir schon lange nicht mehr gefahren, finde ich. Und ja, den bringen wir dann. Uiuiui. Nach Charlisle? Naja, keine Ahnung. Wir fahren links rum. Aber nach Möglichkeit so, dass wir auch was sehen. Verdammte Axt, ich dachte, ich komme da noch drüber. Mann, was soll denn das? Ja, schade war's. Ich dachte, ich schaff das noch. Ich will nämlich da das Fragezeichen noch entdecken. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was da drüben los ist. Ein Duffhändler ist es. Jetzt habe ich es entdeckt. Ja, da ist der Duffy. Ein Duffy-Händler. Gut. Ja, ich freue mich schon auf Dienstag. Ich meine, dass es Dienstag ist. Wenn das neue Let's Play rauskommt. Ich freue mich schon eine Weile drauf. Hab's mir aber erst jetzt gekauft. Ja. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Das wird ein bisschen. Ja. Ein bisschen halt. Ein bisschen interessant. Ein bisschen Abwechslung zu Euro Truck Simulator. Auftrag annehmen. Und ja. Daher wird es ab Montag, wenn es wirklich klappt, täglich mindestens eine Folge an Let's Plays bei mir erscheinen. Ist für mich eine riesen Herausforderung, weil ich natürlich das alles auch unter einen Hut bringen muss mit meiner Arbeit. Aber ich hoffe, ich kriege das hin. Und werde mir Mühe geben, dass ich das eben schaffe. Also ich motiviere mich gerade schon im Vorfeld. Ich denke, das schaffen wir schon.
das schaffen wir schon. Man muss einfach ein bisschen klug planen. Und dann wird das alles. Das wird schon. Also, wir fahren jetzt nach Grimsey, glaube ich. Grimsby. Genau, den Gottsby. Bis nachher. Angekommen in Grimsby. Also den Namen habe ich ja vorher. Oh, und eine Hardcore Einpark Herausforderung. Den Namen habe ich ja vorher noch nie gehört. Aber wir haben es gemeistert. Zumindest bis hierhin. Beim Einparken müssen wir jetzt mal noch gucken. So, mir ist gerade was aufgefallen, und zwar hat meine Tina hat 5000 Euro verdient und ich bin ja vorhin noch geblitzt worden. Ah, ist immer ärgerlich. In der letzten Zeit habe ich die Blitze eigentlich immer recht gut gesehen, aber gerade vorhin hatte ich irgendwie die Augen zu, habe ich geschlafen. Gut, dann gucken wir mal, weil ich kann ja nachgucken. Moment, nicht da. Firmenmanager. Fahrermanager. Tina. Oh, die ist gut dabei, die ist gut dabei. Die macht gerade eine Auftragsfahrt. Und dann kann ich irgendwo. Hier ist Fahrtenbuch. Ja, sie verdient in der Regel 1500 Euro. So im Schnitt. Im Schnitt. Okay. Ja, sie ist okay. Ah, 71% der Garage nur. Ja, klar, fehlt ja auch noch einer. So, aber das ändern wir jetzt. Wir wollen hier nämlich noch ein LKW kaufen. Und zwar nochmal einen Volvo. Ich kaufe den in Luxemburg. Oder ist eigentlich egal, wo ich den kaufe. Mein Fahren werde ich den ja sowieso nicht. Ausführung ändern. 102.000 kostet er, 132.000 haben wir. Den lassen wir standardmäßig. Was? Es gibt noch einen besseren Motor.
Was? Oh, weißes Leder. Oder Alcantara. Geile Sache. So, wir müssen natürlich hier unser Standarddesign draufkriegen. Und deshalb müssen wir hier ein bisschen konfigurieren. Ja, wir haben eigentlich alles, was jetzt so unserer Firma entspricht, drin. Und dadurch bestätigen wir. So, und so kaufen wir den jetzt. Ja, ich will den erstmal selber fahren. Auch nach Mannheim. Okay. So, Inspiration. Ich will eigentlich nur hören, wie der klingt. Turbomotor drin. Ist natürlich viel wendiger wie jetzt der andere wieder. Das Interieur gefällt mir ja auch gut. Wo sind wir denn? In welcher Stadt sind wir denn? Sind wir in Mannheim? In Luxemburg sind wir. Okay. Ich will kurz da nach rechts fahren und dann stellen wir noch einen neuen Fahrer ein. Wir tauschen wieder. Oder ich fahre vielleicht mal. Vielleicht fahre ich mal ein bisschen mit dem hier. Arbeitsagentur. Halt, warte, warte. Halt, Arbeitsagentur. Der fährt mir viel zu dicht auf. Mann, Mann, Mann. Schon mal was von Abstand halten gehört? Der hat einen Durchzug. Das ist ja krass. Nein, so, so. Ja, hier abbiegen. Ich will ja zur Arge. Arbeitsagentur. Ja, ich denke, ich werde jetzt den LKW ein bisschen selber fahren. Tim könnte man einstellen. 10:44, 10:30. Maya. Oder wir machen hier. So eine Frauencrew, das wäre ja auch was. Die bauen wahrscheinlich weniger Unfälle. Wir nehmen noch die Monika. Monika. Mannheim. Den LKW kann ich gar nicht machen. Also nehmen wir den hier. Sehr gut. Die Monika ist eingestellt.
Ah, genau, und wir fahren einfach den LKW ein bisschen. Ja, und dann war's das für die heutige Folge von Euro Truck Simulator. Das hat sich jetzt am Ende noch eine ganze Weile gezogen. Ich hoffe, ihr hattet genug Atem, um da zu folgen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.